Ganz Europa leidet unter der Hitze. Selbst in nördlicheren Gefilden wie etwa Großbritannien wurden zuletzt über 40 Grad Celsius gemessen. Die Rekordwerte machen nicht nur uns Menschen zu schaffen, auch die Tierwelt leidet unter den Extrembedingungen. TierpflegerInnen im belgischen Pailleri-Deisser Zoo haben sich deswegen ganz besondere Maßnahmen überlegt. Ab sofort erhalten die Zootiere ihre Nahrung auch in gefrorener Form. Das Eis am Stiel findet bei den Affen großen Anklang. Flusspferde freuen sich über den Kältekick mit geeisten Äpfeln. Und auch Fischotter erhalten ihren Speisefisch in Eiswürfelform. Der Pariser Zoo greift für das Tierwohl ebenfalls zur Tiefkühlkost. Hier haben wir also eine gefrorene Wassermelonenmischung für die Giraffen. Dort haben wir Wannen mit Blut für die Fleischfresser. Und hier haben wir Eisblöcke mit Fleisch für die Löwen. Cheftierpfleger Fabrice Bernard ist wie seine Schützlinge von der sommerlichen Küche überzeugt. Es passt gut, wenn man das Klima bedenkt. Diese zusätzlichen Häppchen sind sehr willkommen. Es ist also alles für das Wohlbefinden der Tiere. Es ist eine Vorspeise oder besser gesagt ein Fleischsorbet für sie. Dennoch soll auch den Tieren klar sein, dass diese Form der Fütterung eine Ausnahme ist. Es ist wichtig, dies nicht ritualisiert zu tun, denn dadurch wird der Nutzen des Häppchens zunichte gemacht. Es ist etwas, das zu einem unerwarteten Zeitpunkt während des Tages passiert und das das Tier herausfordert und stimuliert. Mehr als eine Stimulation ist das gefrorene Futter also nicht. Um der großen Hitze beizukommen, braucht es mehr. Die Tiere sind physiologisch so ausgestattet, dass sie sehr große Temperaturschwankungen verkraften können. Also ist all das ein Bonus für sie. Es passt in unser Wohlfühlprogramm, aber wir werden sie damit nicht ausreichend abkühlen. Einen viel größeren Kühleffekt haben schattige Plätze und natürlich ein ausgiebiges Bad in kühlem Wasser.